Hi Kati, wie geht es dir? Mir geht es so lala. Mir ist ein Thema in den Sinn gekommen, was auf jeden Fall viel Diskussionsraum lässt. Und zwar geht es um das Thema Attraktivität. Attraktivität. Wenn man mal, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich finde einfach, Attraktivität ist so viel mehr als wirklich nur das, was du wahrnimmst. Und alleine, was du wahrnimmst, wie du jemanden siehst, ist so subjektiv. Allein, dass das jemand einem irgendwie hässlich vorkommt, oder nicht hässlich, aber unattraktiv vorkommt, dann lernst du die Person kennen und auf einmal findest du die attraktiv. So. Das finde ich ja das Krasse, dass so der Charakter einen Menschen auch äußerlich attraktiv macht. Beziehungsweise man die Person einfach anders wahrnimmt. Aber ich finde auch zum Beispiel, wie man sich bewegt, hat wahnsinnig viel mit Attraktivität zu tun. Keine Ahnung. Zumindest finde ich das immer sehr attraktiv, wie sich manche Leute bewegen. Ich kann das jetzt nicht genau erläutern. Generell, was finde ich attraktiv? Ich finde Selbstbewusstsein attraktiv. So, wenn jemand irgendwie okay mit sich ist, dann merkt man das, finde ich. Ich finde es aber auch attraktiv, wenn jemand schön redet. Ich finde, Stimme kann attraktiv sein. Ja. Und das Krasse ist ja auch, wie sehr sich dieses Empfinden ändert im Laufe deines Lebens und auch je länger du Person kennst. Aber auch wenn du jemanden nur kurz kennst oder ich weiß nicht, fandest jemanden super hot und dann lernst du den kennen und auf einmal verlierst du voll das Interesse irgendwie. Das ist ja das Krasse, dass man immer sagt, ja. Oberflächlichkeit ist auch voll kacke, es kommt nur auf die inneren Werte an und so. Aber letztendlich müssen wir uns gar nicht so bewusst dafür entscheiden, nicht oberflächlich zu sein, weil wie wir eine Person wahrnehmen, wie sie sich verhält, zu ihrer äußeren Attraktivität beiträgt. Und deswegen bin ich auch einfach immer der Überzeugung, dass es viel sinnvoller ist, sich auf seine innere Schönheit zu konzentrieren oder einfach zu schauen, was für Mensch möchte ich sein, als wie möchte ich aussehen. Attraktivität. Ich finde es auch irgendwie krass, wie sehr man sein Attraktivitätsbewusstsein auch trainieren kann. Also zum Beispiel folge ich ein paar Instagram-Kanälen, die sowas über Body Positivity machen oder einfach einem Kanal, der halt einfach Mode macht für Größe 46, weil ich das irgendwie einfach wichtig fand, dass ich eben nicht nur dünne Menschen da den ganzen Tag sehe, sondern auch dicke Menschen oder Menschen dazwischen oder keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Also man kann auch einfach, auch wenn man unterwegs ist, wenn man Leute sieht, die halt nicht gleich verurteilen, sondern einfach sein Urteil hinter das Kennenlernen schieben quasi. Und ja, ich finde, Attraktivität ist irgendwie ein sehr komplexes Thema. Aber das Krasse ist ja, es ist wirklich so subjektiv. Wenn schon dein eigener Blick für jemanden sich verändern kann, ja, dann musst du doch mal vorstellen, wie anders du von allen wahrgenommen wirst und wie anders du die im Vergleich zu anderen Leuten wieder wahrnimmst. So, und das ist ja das, was mich so gerade so ein bisschen brainfuckt zum Abend hin. Ah, ich find's schön. Ich find's cool, dass das so subjektiv und individuell ist, weil wir ja auch alle individuell sind.